Ja, dann beginne ich, weil, wie der Peter richtig gesagt hat, es gibt sehr viel zu sagen. Der Börsentag war, glaube ich, sehr interessant. Mein Vortrag ist ja jetzt relativ am Schluss, aber deshalb nicht, weniger interessant. Was ich rübergeben will in den nächsten Minuten ist Folgendes. Erstens einmal, ich will aufzeigen, dass es möglich ist, an den Aktienmärkten eine sehr gute Rendite zu erzielen und trotzdem Crash zu vermeiden. Das geht mit dem sogenannten doppelten Momentum. Was dahinter steckt, zeige ich in den nächsten Minuten. Und es ist sehr interessant, es funktioniert in sämtlichen Aktienmärkten. Ich selber habe mir hier den HDAX rausgepickt. Der HDAX besteht aus dem DAX, dem MDAX und dem TecDAX. Und zeig mal am HDAX auf, weil diese deutschen Aktien sind vielen geläufig, wie das Ganze funktioniert. Ich selber bin Geschäftsführer einer Vermögensverwaltung seit 1997, bin spezialisiert auf den Bereich regelbasierte Anlagestrategien. Wir kreieren regelbasierte Anlagestrategien, sind ein großer Freund von Anlagestrategien, weil wir der Meinung sind, man kann damit das Bauchgefühl sehr gut ausschalten. Das heißt, Gefühle wie Angst oder Gier sind nicht förderlich für eine optimale Geldanlage. Man sollte also sein Bauchgefühl ausschalten. Mit mathematisch regelbasierten Anlagestrategien geht das. Das doppelte Momentum ist hierbei noch nicht einmal besonders kompliziert, rein mathematisch überhaupt nicht kompliziert. Das werden auch die meisten sehen. Und die meisten werden überrascht feststellen, wie es möglich ist, auch durch Krisen sehr, sehr gut durchzukommen, indem die Aktienquote sich automatisch reduziert, wenn die Märkte korrigieren. Fangen wir mal an mit dem absoluten Momentum. Es gibt beim doppelten Momentum das sogenannte absolute Momentum als Vorselektion von Aktien und dann gibt es das relative Momentum. Was ist das absolute Momentum? Ich hoffe, dass Sie oder ihr auch meinen Cursor hier seht. Ich zeige euch mal, wie wir das Ganze aufbauen am Beispiel der Adidas-Aktie. Wir haben hier die Adidas-Aktie seit Ende 2014 bis jüngst zum Sommer 2020 mal aufgezeichnet. Man sieht hier die 200-Tage-Linie in grün. Und die 200-Tage-Linie dient uns eigentlich dazu, festzustellen, ob die Aktie selbst in einem übergeordneten Aufwärtstrend oder in einem übergeordneten Abwärtstrend ist. Man sieht hier sehr schön, 2015, 16 hat sich der Kurs oberhalb seiner 200-Tage-Linie bewegt. Hier hat er den Kurs oder die 200-Tage-Linie einige Male durchbrochen. Das war so im Jahr 2018. Das heißt, in der Phase wurde die Aktie ausselektiert im HDAX. Es sei noch erwähnt, dass wir hier noch mit einer Envelope arbeiten von 3%. Ich will es aber nicht zu kompliziert machen. Es geht mir vor allen Dingen darum, die Grundüberlegung rüberzugeben. Und bei der Grundüberlegung heißt es einfach, ich schaue mir sämtliche Aktien im HDAX an. Das sind ungefähr 110 Stück. Und wenn ich mir die anschaue, werden immer die Aktien, die ihre 200-Tage-Linie durchbrechen, nach unten hin, werden in dieser Phase ausselektiert. Die Aktienquote wird also dadurch kleiner. Man sieht es auch hier sehr schön, 2020. Ab hier wurde die Aktie ausselektiert, die Adidas-Aktie, und ab dem Sommer wieder aufgenommen. Das ist praktisch das absolute Momentum. Es geht also nicht darum, festzustellen, ist die Aktie besser oder trendstärker wie eine andere von diesem Anlageuniversum aus dem HDAX, sondern es geht nur darum, festzustellen, ob die Aktie an sich in einem Aufwärtstrend ist oder in einem Abwärtstrend. Bedeutet, wenn sie in einem Abwärtstrend ist, wird nicht mehr rein investiert. Sie hat kein positives, absolutes Momentum mehr. Sie wird ausselektiert. Das ist übrigens auch der Nachteil bei Indizes. Wenn ich nur in ganz normale Indizes investiere, schleppe ich natürlich
alle Aktien mit, sei es eine Wirecard-Aktie, eine Adidas-Aktie, wenn sie ihre 200-Tage-Linie durchbrochen hat. Das heißt also, alles schleppe ich mit und das macht für uns wenig Sinn. Deshalb sind wir sehr große Freunde davon, nach bestimmten Faktoren den Markt zu screenen. Und die Methodik, die ich jetzt hier heute vorstelle, ist einfach die Methodik nach dem Momentum. Wie sieht das Ganze aus? Zurückgerechnet bis zum Jahr 2000, also über die letzten 20 Jahre, da sieht man sehr schön, in wie viel Aktien investiert wurde. Hier sind 100 Aktien, 110 Aktien wären hier. Es ist ganz selten der Fall, dass alle 110 Aktien ihre 200-Tage-Linie überschritten haben, also über ihrer 200-Tage-Linie sind. Das bedeutet, an die 110 wird man selten kommen, aber es gibt schöne Aufwärtstrendphasen, wie zum Beispiel ab März 2003, wo man schon seine ungefähr 100 Aktien hat, in die investiert wird. Und immer wenn die Märkte korrigieren, führt das automatisch dazu, dass einzelne Aktien ihre 200-Tage-Linie reißen. Gehen wir mal zurück. Immer mehr Aktien reißen ihre 200-Tage-Linie. Die werden dann ausselektiert und in einem Crash sind das ja immer mehr und mehr Aktien, die ihre 200-Tage-Linie reißen, wie hier zum Beispiel 2007, 2008 oder 2002 oder auch hier 2011. Und dementsprechend reduziert sich die Aktienquote. Weil ich ja nur in maximal 110 Aktien investieren kann und eine nach der anderen rausfällt. Das führt zu folgendem, sehr für viele sehr erstaunlichen Ergebnis. Ich habe hier mal den HDAX aufgezeigt vom Jahr 2000 bis heute. Und man sieht hier die blaue Linie. Das ist praktisch die Wertentwicklung aller Aktien, die durchgängig über ihrer 200-Tage-Linie im HDAX lagen. Man sieht, dass man hier praktisch einen eingebauten Crash-Schutz hat. Man beschäftigt sich auch nicht mit den Themen, was wird wohl in Zukunft auf uns zukommen. Wird es nochmal einen Crash geben, wenn Trump wiedergewählt wird oder erst recht, wenn er nicht gewählt wird? Das sind alles Themen, die wir nicht, und ich behaupte auch mal, andere nicht beantworten können. Und deshalb brauchen wir einen Automatismus. Das Ganze muss laufen wie ein Uhrwerk. Und ich möchte die Crashs vermeiden. Und man sieht auch hier beim Corona-Crash in diesem Jahr, wie immer mehr Aktien ihre 200-Tage-Linie durchbrochen hatten. Die Aktienquote wurde automatisch geringer und der Einbruch in dieser Strategie waren dann dementsprechend sehr, sehr klein. Das bedeutet, man kommt durch alle Phasen größerer Krisen sehr bequem und nicht nervenaufreibend und ohne eine Glaskugel haben zu müssen, ohne in die Zukunft sehen zu müssen, ohne wieder schauen zu müssen, der sagt dieses, der sagt jenes, wer hat denn jetzt wohl recht, was ist meine eigene Meinung, also sehr stressfrei wird man in die Märkte rein investieren können. Einfach nur zunächst einmal mit der Vorselektion, mit dem absoluten Momentum. Das bedeutet, wenn die Märkte nach unten gehen, und auch dieses Jahr hat es wieder sehr, sehr schön geklappt, dann reduziert sich automatisiert die Aktienquote. Sie wird immer kleiner und in extremen Crash-Situationen, man sieht es auch hier, bin ich vielleicht noch in 4, 5 Titeln investiert. Das ist also die Anzahl der Titel hier von 0 bis 140, 160 hoch. Und das graue Gebirge hatte ich ja vorhin gezeigt. Das blaue Gebirge hier ist praktisch jetzt das graue Gebirge. Das heißt, man ist dann dementsprechend in so und so viel Aktien investiert. Sehr interessant ist natürlich so eine defensive Vorgehensweise deshalb, weil sie sogar zu einer höheren Rendite führt. Ich mache das gerade mal hier runter. Man sieht, wenn man im HDAX investiert hätte, sprich also im MDAX, TecDAX, DAX, wenn man hier investiert hätte im Zeitraum 1. Januar 2000 bis 30. September 2020, dann wäre die durchschnittliche Wertentwicklung in Deutschland leider nur 3,72% gewesen.
Aber wie gesagt, diese Strategie funktioniert weltweit in sämtlichen Indizes. HARDAX ist hier ein Beispiel. Der größte vorübergehende Verlust betrug -70%. Das war dann der Crash hier von 2000 bis 2003. Und deshalb ist auch die Relation zwischen Rendite und Risiko hier als Ratio dargestellt relativ schlecht mit 0,053. Also je kleiner die Zahl ist, desto schlechter ist die Relation zwischen der Wertentwicklung und den Drawdowns. Die Timing-Strategie hier, wo ich automatisch time, ohne mich irgendwie mit makroökonomischen Zusammenhängen, mit Konjunktur, mit irgendwas auseinandersetzen zu müssen. Es ist ja ein eingebauter, automatisierter Crashschutz. Diese Timing-Strategie hat dazu geführt, dass die durchschnittliche Wertentwicklung bei 5,7% lag und vor allen Dingen der größte vorübergehende Verlust lag bei unter 20%, also keine 70, sondern unter 20. Und deshalb ist auch das Verhältnis von Wertentwicklung zu Risiko mit 0,3 wesentlich besser wie hier mit 0,053. Gehen wir einen Schritt weiter. Ich glaube, soweit ist schon mal das absolute Momentum recht klar geworden. Man filtriert eigentlich nur die Aktien, die unter ihre 200-Tage-Linie drunter durchbrechen. Die werden einfach nur ausgefiltert. Mehr macht man hier nicht. Ich habe hier noch ein Beispiel zu Wirecard und da könnte ich noch viele, viele Beispiele aus der Vergangenheit zeigen. Es fängt schon an mit der Telekom-Aktie, die man schon sehr früh abgestoßen hätte. Aber auch bei Wirecard habe ich mal hier eingetragen, den Chart von 2016 bis vor kurzem. Und ich habe hier noch abgetragen die 200-Tage-Linie und zwar die 200-Tage-Linie jetzt hier in grün. Und man sieht, dass man den großen Einbruch der Wirecard-Aktie mit dieser Systematik nicht mehr mitgemacht hätte, weil die Wirecard-Aktie war sehr, sehr begehrt als Trendfolger, war sie für uns sehr begehrt in den Jahren 2017. Ab 2018 nicht mehr so, sieht man hier schon. Und spätestens bevor das ganze Debakel ans Licht gekommen ist, weil man als Trendfolger in der Aktie überhaupt nicht mehr investiert. In einem Index, wenn man den DAX gehabt hätte, sehr wohl. Zwar kann man jetzt sagen, man hat ja gestreut, ist nicht so schlimm, aber warum macht man es nicht ein bisschen besser und sagt, man bewegt sich auch vom Index weg und investiert eigentlich nur in die Aktien, die erfolgreich laufen, wo also der Chart nach oben geht. Und ich kann mich sehr gut erinnern, 2017, 18 hat uns die Wirecard-Aktie sehr viel Rendite beschert, war eine sehr schöne Position bei uns. Ab 2018 hat das Ganze gewackelt und dann waren wir letztendlich ab Ende 2019 überhaupt nicht mehr investiert. Damit kommen wir aber jetzt nicht nur zum absoluten Momentum, sondern zum sogenannten relativen Momentum. Wir erinnern uns, beim absoluten Momentum gehe ich nur hin und schaue mir an, ist die einzelne Aktie in einem Aufwärtstrend. Ich vergleiche sie nicht mit einer anderen Aktie. Ich schaue mir nur an, ob die jede einzelne Aktie in einem Aufwärtstrend ist. Und jede einzelne Aktie, die über ihrer 200-Tage-Linie ist, die sind hier drin subsumiert und nur in die investiere ich. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Hier steht jetzt als nächstes, nachdem ich praktisch diese Aktien hier rausgefiltert habe, schaue ich mir nur diese Aktien hier an und schaue mir jetzt an, wie ist denn das relative Momentum jeder einzelnen Aktie. Und hier nehme ich nicht nur die 200-Tage-Linie, sondern hier nehme ich jetzt auch die 38-Tage-Linie zu Hilfe und mit dem Abstand der 38-Tage-Linie, das ist hier die rote. Der Abstand von der roten Linie zur grünen Linie, das grüne ist die 200-Tage-Linie. Dieser Abstand hier, dieser positive Abstand, der führt zu einem hohen relativen Momentum.
Und jetzt kann ich ganz einfach in einem Excel-Sheet berechnen, wie groß ist der Abstand der roten zur grünen Linie in Prozent. Und das mache ich jetzt für alle 110 Aktien. Das wird tagtäglich berechnet von allen 110 Aktien. Und die Aktie, wo die rote Linie in Prozent am meisten über der grünen Linie liegt, die Aktie ist auf Rang 1, dann Rang 2 bis zu Rang 110, weil der HDAX ja aus 110 Titeln besteht. Und so habe ich eine Rangfolge und kann jetzt wiederum die relativ stärksten Aktien, die also auch im Vergleich zu den anderen Aktien ein sehr starkes Momentum haben, rausfiltern, und das ist dann das relative Momentum. Vielleicht noch ganz kurz, ist mir gerade kurz durch den Kopf geschossen, ob ich nicht vielleicht zu viel voraussetze. Nochmal ganz kurz vielleicht zur 200-Tage-Linie. Was ist das eigentlich? Rein mathematisch ist es was ganz, ganz Einfaches. Ich habe ja hier den Chart und ich habe jeden Tag einen Börsenkurs, zum Beispiel hier zur Wirecard-Aktie. Und wenn ich jetzt den Börsenkurs der letzten 200 Tage nehme und den durch 200 teile, dann bekomme ich die 200-Tage-Linie. Mit der 38-Tage-Linie mache ich es eben mit den letzten 38 Tagen. Und diese Linie ist natürlich näher am Chart dran, weil ich immer nur die letzten 38 Tage betrachte und nicht die letzten 200 Tage. Ich habe auch mal eine größere Serie geschrieben zur 200-Tage-Linie, die wir auch im Portfolio-Journal beschrieben haben in einer Serie, die noch läuft. Und da zeige ich sehr schön auf, wie eben die 200-Tage-Linie von den Märkten stark beachtet wird. Selbst in den Nachrichten bei NTV wird hin und wieder gesagt, oh, wir nähern uns der 200-Tage-Linie oder sie wurde durchbrochen oder sie hat doch gehalten. Das heißt, die ganze Welt schaut eben auf diese gleitenden Durchschnitte. Und das ist auch der Grund, warum die recht gut funktionieren und dann aber auch zu Dynamik führen. Das heißt, wenn diese 200-Tage-Linie nachhaltig durchbrochen wird, kommt es meistens so, dass es umso stärker und heftiger nach unten geht. Umgekehrt natürlich auch, wenn eine Aktie oder ein Markt es geschaffen hat, seine 200-Tage-Linie mal nachhaltig zu überschreiten, dann ist der Weg nach oben auch sehr schnell frei. Also relatives Momentum nochmal auf den Punkt gebracht. Je größer der Abstand der 38-Tage-Linie zur 200-Tage-Linie ist, desto trendstärker ist die Aktie, desto weiter vorne steht sie auf der Rangliste. Jetzt gehe ich als Drittes hin und kann mir sagen, ich konstruiere jetzt Strategien, und zwar sehr dynamische Strategien, wo es darum geht, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, oder auch sehr defensive Strategien. Wie mache ich das? Auch das ist nicht besonders schwierig. Ich habe hier mal zwei Beispiele gezeigt. Und zwar, diese Linie kennen Sie schon. Das sind die Anzahl der Aktien, die ihre 200-Tage-Linie eben überschritten haben. Jetzt kann ich zum Beispiel eine Top-5-Strategie kreieren. Top-5-Strategie bedeutet, und das ist natürlich schon, da ist schon Musik dahinter. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Top-5-Strategie Achterbahnstrategie nennen soll. Die Renditen sind aber dementsprechend zumindest bei unseren lang anhaltenden Backtests auf dem deutschen Markt im Bereich von 25% pro Jahr. Aber da ist Musik drin, da ist Bewegung drin, zeige ich gleich noch. Und das ist für das Nervenkostüm nicht von allen geeignet. Top 5 bedeutet nun, ich investiere in die 5 trendstärksten Aktien, die zunächst einmal natürlich die erste Hürde überwunden haben müssen. Ich erinnere an das absolute Momentum. Ich hole ja nur noch aus den Aktien, die über der 200-Tage-Linie liegen, die trendstärksten raus. Und im nächsten Schritt, wenn ich dann das Ranking mache, müssen diese 5 Aktien auf Platz 1 bis 5 stehen. Das sind also sehr, sehr trendstarke Titel und da investiere ich nur in 5 Aktien rein. Also mit Diversifikation hat es nicht viel zu tun. Deshalb bauen wir das auch bei uns in der Vermögensverwaltung nicht so pur ein. Ich zeige Ihnen aber trotzdem die Ergebnisse nachher.
Aber das Ganze funktioniert mittel- bis langfristig sehr gut. Man sieht aber auch, wie man meistens immer voll investiert wäre. Gehen wir mal das Jahr 2000 bis 2003 durch. Hier gab es gerade mal eine kleine Phase, wo ich nicht investiert war. Das heißt, wenn die blaue Linie unter die grüne, unter diese fünf Titel, hier sind ja die Anzahl der Titel, unter diese fünf Titel drunter geht, dann werden tatsächlich diese fünf Titel, die es hier noch sind, abgebaut zu vier Titel, drei Titel, ein Titel und dann geht es hier wieder hoch. Vorteil natürlich, wenn der Markt wieder steigt, bin ich sehr schnell wieder voll investiert. Das heißt, ich bin fast immer voll investiert und nur in bestimmten Krisen reduziert sich die Aktienquote, wie hier Ende 2008 oder hier mal ganz kurz 2011 oder hier in diesem Jahr reduziert sich die Aktienquote. Das heißt, da ist richtig Musik drin, aber auch langfristig eine sehr gute Rendite möglich. Die Top 50 Strategie, das sind wieder die Anzahl der Titel hier, von 0 bis 110. Bei der Top 50 Strategie investiere ich in die 50 trendstärksten der 110 Titel. Und man sieht hier, wie man eben sehr oft nicht voll investiert ist. Hier zum Beispiel 2002 gingen die Aktienmärkte runter. Die Anzahl der Titel, die über der 200-Tage-Linie lagen, war hier noch bei 50, hier schon nicht mehr. Das bedeutet, die Aktienquote reduziert sich bei dieser defensiveren Top-50-Strategie viel früher. Im Crash wird die Aktienquote kleiner. Aber wenn die Märkte sich wieder erholen, werde ich auch wieder erst an einem späteren Punkt voll investiert sein, wie die Top-5-Strategie, die hier schon voll investiert ist, und die Top-50 erst ab hier. Aber in diesen Phasen hier bin ich voll investiert und ich habe einfach mal die Top-70-Strategie rausgepickt, um das nochmal zu zeigen. Bei der Top-70-Strategie abgetragen habe ich hier den 1. Januar 2009 bis Ende 2013, war ich in den Phasen hier voll investiert. Es gab mindestens 70 Titel hier, die dementsprechend die 200-Tage-Linie überschritten hatten. Und deshalb war ich sehr, sehr oft hier investiert in den Märkten. Lediglich in den Crash-Phasen hat sich die Aktienquote automatisiert reduziert. Das ist übrigens das Schöne, dass sich hier eine Aktienquote reduziert, automatisch, ohne dass ich in die Zukunft schauen muss, ohne dass ich eine Glaskugel habe, ohne dass ich wissen muss, was passiert denn in Zukunft. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das sieht man auch hier sehr, sehr schön. Hier habe ich nochmals alles aufgebaut, um Ihren Blick jetzt auf folgenden Zusammenhang zu lenken. Es ist möglich oder es gibt einen systematischen Zusammenhang, einen rein mathematischen Zusammenhang zwischen der Strategie, die ich wähle, der Rendite, die daraus entsteht, und dem Risiko, das daraus entsteht. Machen wir mal das mit der spekulativsten Strategie. Wenn ich von den 110 Titeln im HDAX nur die 5 trendstärkste rauspicke, was ja mit Diversifikation im klassischen Sinne nicht mehr so viel zu tun hat, dann kam ich aber im Rückspiegel betrachtet auf eine durchschnittliche Rendite von 25% pro Jahr. Der HDAX hat 3 gemacht. Der größte vorübergehende Verlust waren aber auch an die 50%. Immerhin noch besser wie 70 beim HDAX. Das heißt, die spekulativste Strategie führt zu kleineren Crashs wie der HDAX, wie wenn ich einen Index kaufe. Das ist übrigens auch der Grund, warum es für mich keinen Sinn macht, einfach nur Aktienindizes, normale Aktienindizes ohne Faktoren wie Dividendenrendite, Momentum etc. zu kaufen. So, und jetzt sieht man hier einen Zusammenhang, der mir ganz wichtig ist, und den sieht man in allen Märkten. Je mehr Rendite ich haben will, desto weniger Titel selektiere ich natürlich. Das heißt, wenn ich nur noch 80 Titel selektiere und nicht 110, also nicht im Prinzip alle nehme, wenn sie über der 200-Tage-Linie liegen
Und wenn die Trendstärke bei den größten 80 oder die Rang 1 bis 80 abdeckt, dann komme ich schon auf eine Rendite von 10,5% und nicht von 8. Aber der größte vorübergehende Einbruch, Drawdown nennt man das, der maximale Drawdown, lag dann schon bei 24% und nicht mehr bei 17. Erst recht, aber natürlich nicht bei 70 wie beim HardAx selbst. Das heißt, die Performance wird, je mehr ich mich auf die trendstärksten Aktien fokussiere, desto höher wird die Performance, desto größer wird aber auch der vorübergehende Verlust, den ich ertragen muss. Was ganz erstaunlich ist, aber auch nur auf den ersten Blick, die Anzahl der Monate, bis ich wieder den Einstandspreis erreicht habe, der liegt tatsächlich zwischen 30 und 40 Monate. Beim HardAx Buy and Hold, wenn ich nur einen Index nehme und drin bleibe, bei 88 Monate. Und jetzt fragen sich alle, wieso ist es sogar bei 5 Titeln nach 31 Monaten der Spuk schon rum? Und das zeige ich Ihnen noch, indem wir nochmal zurückgehen. Bei der Top 5 Strategie bin ich natürlich in einem Aufwärtstrend, in einer sehr frühen Phase schon wieder voll investiert und investiere da in die trendstärksten Aktien in dieser Aufwärtsphase. Und zwar schon in einer frühen Phase. Bei der Top-50-Strategie kann es ein paar Monate später sein, dass ich erst wieder in die trendstärksten Aktien investiere. Das heißt also, die Momentum-Titel, so stark sie beim Einbruch auch wehtun, sie regenerieren sich auch, wenn der Markt dann wieder anfängt zu laufen, auch relativ schnell und brechen dann relativ schnell wieder nach oben aus. Und das bedeutet, dass die Dauer, bis ich den Drawdown wieder wettgemacht habe, bis ich meinen Einstiegspreis wieder erreicht habe, diese Dauer liegt dann tatsächlich bei 30 bis 40 Monaten, beim Markt selber bei 88 Monaten, was schon ein Unterschied ist. Zumal man hier auch noch sagen muss, der Drawdown ist wirklich sehr gering. Grafisch haben wir das ebenfalls mal hier aufgebaut, um Ihnen diesen systematischen Zusammenhang rüberzugeben. Wir haben hier nochmal den HardAx in Blau, ganz normal den HardAx. Und jetzt haben wir die Top 110 Strategie. Ich investiere also eigentlich in alle Titel, solange sie ihre 200-Tage-Linie überschritten haben. Und wenn sie halt die 200-Tage-Linie durchbrechen, wird die Aktienquote automatisiert immer geringer. Und diese Top 110 Strategie ist praktisch die hier. Übrigens sind das Strategien, die natürlich präferiert werden von Stiftungen oder von Pensionskassen oder von Lebensversicherungen. Das heißt, institutionelle Investoren, die zwar in Aktien gehen müssen, aber das Risiko stark reduzieren müssen, haben ja inzwischen auch ihre Probleme, weil auf dem festverzinslichen Bereich nichts mehr zu machen ist und vielleicht dort sogar das theoretische Risiko das größte ist. Das bedeutet, gerade Versicherungen, Pensionskassen, Stiftungen freunden sich sehr schnell mit solch einer Strategie an, wo es primär darum geht, Crashs zu vermeiden mit einem automatisierten Airbag, der hier eingebaut ist. Und diese institutionellen Investoren schielen nicht unbedingt auf eine hohe Rendite wie hier oben, sondern ihnen geht es mehr darum, eine anständige Rendite zu erzielen, aber möglichst Risiken abzufedern, wie es jedes Mal bisher funktioniert hat, auch dieses Jahr wieder hervorragend mit dem Corona-Crash funktioniert hat. So, jetzt habe ich hier schon die Top-90-Strategie, Top-70-Strategie, Top-50-Strategie, die ich vorhin mal gezeigt hatte, Top-20-Strategie, die wir in einem Fonds eingebaut haben, Top-15-Strategie, Top-10-Strategie und die Top-5-Strategie. Man sieht also einen sehr systematischen Zusammenhang. Je weniger Titel ich auswähle, je weniger Titel
ich praktisch auswähle, die aber sehr trendstark sind, die in der Rangliste auf den ersten Plätzen sein sollten oder müssen, desto renditestärker ist natürlich diese Strategie. Ob allerdings diese Top-5-Strategie nervlich das Ideale sind, muss jeder für sich selbst beantworten, weil jetzt kann man eigentlich sagen, der Anleger selbst hat das Glück in seinen eigenen Händen. Der Anleger selbst muss wissen, was will ich denn? Wie lange will ich investieren? Habe ich die Strategie verstanden? Übrigens, am Schluss zeige ich nochmal, wie Sie die einzelnen Signale und die einzelnen Strategien sehr gut nachvollziehen können. Das zeige ich dann am Schluss. Es ist auch sehr vergläsern inzwischen. Und insofern können Sie das Ganze auch die nächsten Wochen, Monate sehr, sehr schön beobachten in die Zukunft hinein und können sich dann praktisch mit der Strategie Stück für Stück anfreunden. Was auch interessant ist, dieser Neigungswinkel hier ist natürlich sehr gering. Die Aktienquote bei einer Top 110-Strategie reduziert sich, wenn der Markt nach unten geht, schon sehr früh. Das heißt, der Markt korrigiert oder diese Strategie korrigiert nicht sehr stark. Je weniger Titel ich auswähle, desto steiler wird jetzt das Ganze. Das heißt, ich muss hier immer mehr mit einem größeren Drawdown leben können. Ich muss das vorher wissen. Auf der anderen Art, wenn die Märkte dann wieder steigen, also wenn der Spuk, der Crash vorbei ist, wird die Aktienquote ja wieder automatisch höher. Der Neigungswinkel hier oder der Winkel hier kann natürlich aber nicht so sein wie bei solch einer Strategie. Das heißt, man geht dann auch wieder gemächlicher nach oben und auch hier wird es dann immer wieder steiler. Und hier bei nur 5 Titeln natürlich sehr steil. Und das muss man einfach vorher wissen und vorher muss man halt genau wissen, was für eine Art von Anleger bin ich denn eigentlich. Der nächste Punkt ist für mich ebenfalls sehr, sehr wichtig. Und zwar ist das das Chance-Risiko-Verhältnis nochmals bei unterschiedlichen Strategien. Ich habe jetzt mal folgende Phasen rausgepickt. Ich gehe gerade nochmal zurück. Und zwar, wir haben ja schon gesehen, dass diese Momentum-Strategien mit dem doppelten Momentum ihren Vorteil dadurch haben, dass die Aktienquote in einem Crash Stück für Stück reduziert wird. Daraus entsteht praktisch die Rendite, weil wenn ich 50% verloren habe, muss ich nach Adam Riese schon wieder 100% gewinnen, um nur am Einstiegspreis wieder zu sein. Verliere ich also viel weniger hier, schont es die Nerven und ich brauche aber auch nicht mehr die Rendite, um das Ganze wettzumachen. Jetzt könnte es aber rein theoretisch sein, dass ein Anleger sich zum Ende eines Crashs erst für die Strategien interessiert. Er hat also gesehen, oh, die federn ja die Crash sehr gut ab, ist ein ideales Produkt. Und jetzt entscheidet er sich Anfang 2003, wenn der Crash schon vorbei ist, genau zu diesem Zeitpunkt dazu in die Strategien zu investieren. Das habe ich mal rausgepickt, das zeige ich Ihnen gleich. Also zu diesem Zeitpunkt 2003 und zu diesem Zeitpunkt im März 2009. Man investiert, man fängt also erst mit diesen Strategien zu diesen unteren Punkten an. 12.03.2003 war also der unterste Punkt des Crashs und ich fange erst hier unten an, in die Strategie zu investieren. Der HDAX ist der violette, ist der ganz normale Index. Und jetzt habe ich mal rausgepickt die Top-50-Strategie, Top-60-Strategie und Top-70-Strategie. Und jetzt sieht man schon, woher eigentlich die Masse der Rendite kommt bei diesen Strategien. Nämlich in den Phasen, wenn die Märkte zurückgehen und wenn die Märkte wieder steigen, sieht man, dass man natürlich am Anfang eine sehr geringe Aktienquote hat. Man kommt hier dem Markt nicht hinterher. Der Markt ist der violette. Da kommt man zunächst einmal nicht hinterher. Und jetzt geht es darum, wie stark muss das relative Momentum sein, um diesen Nachteil wettmachen zu können. Und da sieht man zum Beispiel, dass selbst bei diesem für die Strategien ungünstigsten Einstiegszeitpunkt wir mit einer Top-50-Strategie sogar im Laufe der Jahre wieder uns an den Markt ranrobben können, obwohl wir den
ungünstigsten Einstiegszeitpunkt der letzten 20 Jahre mit einem einmaligen Betrag erwischt haben. Das heißt, das relative Momentum führt dazu, dass ich halt die trendstärksten Aktien nur auswähle und ich komme dann immer näher an den Markt ran. Großen Vorteil habe ich dann natürlich wieder automatisch, wenn ein Crash kommt, wie hier 2008. Da geht natürlich der Hardtrend dann wieder nach unten. Letztendlich hat man spätestens hier den Markt eh wieder eingeholt. Aber auch in der Phase sieht man, dass wenn man zum Beispiel eine Top-50-Strategie macht, es sehr gut funktioniert. Schauen wir uns den nächsten Zeitpunkt an. 6.3.2009. 6.3.2009 ist der Punkt hier. Das heißt, ich fange mit den Strategien erst hier an, wenn sie eigentlich den größten Vorteil des Vermeidens des Crashs schon hinter sich hatten. Ich fange also hier erst wieder an. Ergebnis, das Violette ist wieder ganz normal der Index, der HDAX ist violett. Die Top-50-Strategie ist das Blaue, die Top-60-Strategie das Rote und die Top-70-Strategie das Grüne. Man sieht hier, dass wenn man mit der Strategie angefangen hat, die Aktienquote natürlich noch geringer war, wie im Markt selbst. Der Markt ist ja immer voll investiert, der HDAX ist ja immer voll investiert oder der DAX, logischerweise. Aber durch die Tatsache, dass ich nur die trendstärksten Aktien rauspicke, schaffe ich es trotzdem im Laufe der nächsten Monate, mich wieder an den Markt ranzuroppen mit sehr viel weniger Risiko. Und dann habe ich letztendlich sogar 2015 den Markt schon wieder eingeholt. Das Ganze läuft sehr, sehr ruhig ab. Und ab 2017 bin ich wieder ganz bequem über dem Markt, obwohl ich eine sehr risikoreduzierte Strategie anwende. Nächster Punkt ist mir auch ganz wichtig. Eine Momentumstrategie, so gut sie mittel- bis langfristig funktioniert, gibt es eben auch Monate oder mal Jahre, wo sie suboptimal funktioniert. In den letzten 20 Jahren war das mal hier der Fall, im Sommer 2011. Man hatte hier diesen Crash in 2011 noch sehr schön abgefedert, weil ja immer weniger Aktien investiert wurde. Aber wenn ich hier den untersten Punkt vom Index nehme, dann wäre ich praktisch hier. Und diesen Aufwärtstrend, weil man hier nicht so richtig wusste, was ist eigentlich los. Das heißt, in dieser Orientierungsphase, wo der Markt sich erst wieder orientieren musste, das ging zulasten einer Momentumstrategie. Das heißt, es gibt immer wieder Phasen, wo die Momentumstrategien zurückgehen, obwohl der Markt letztendlich steigt. Damit muss man leben. Ich finde es nicht schlimm. Mittel- bis langfristig funktioniert sehr gut. Nur man muss hier halt auch vorbauen und sagen, eine Momentumstrategie ist zwar wissenschaftlich erforscht, man weiß, dass es sehr gut funktioniert, aber es gibt eben auch Phasen, wo sie nicht funktioniert. Übrigens in der Vermögensverwaltung kombinieren wir deshalb auch verschiedene Faktoren. Also wir nehmen nicht nur Momentum, sondern auch Dividendentitel, Low-Vola, Value etc. Dann kommen wir schon fast zum Schluss. Wir haben diese Top-20-Strategie und jetzt zeige ich Ihnen gleich, wie Sie das Ganze komplett nachvollziehen können, Tag für Tag total gläsern und Sie sogar die Informationen bekommen, in welche Werte wir gerade investiert sind. Komplett gläsern. Zunächst einmal haben wir einen Fonds aufgelegt im Sommer 2019 mit der Top-20-Strategie. Hier gehen wir aber hin und investieren, wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht nur in Momentumwerte. Wir haben zwar hier die Top-20-Strategie integriert, aber die anderen 50% sind Value-Perlen, in die wir investieren. Und das wird uns wieder zugearbeitet. Also wir haben einen wahnsinnig guten Value-Experten aus Deutschland an der Hand. Und der arbeitet uns die 50% Value-Perlen bei, sodass wir letztendlich in 40 Aktien investiert sind. Wir konnten hier, das sind alle Aktienfonds, alle Deutschlandfonds, die ich hier abgetragen habe. Wir konnten also auch hier den Corona-Crash sehr gut abfedern im Vergleich zum Markt. Der Markt war bei 38% Minus.
wir ungefähr bei 23. Und dann konnten wir aber sehr schnell die Aktienquote wieder erhöhen. Und wenn man sich dieses Jahr anschaut, liegen wir recht komfortabel vor den ganzen Aktienfonds, die dementsprechend eben solche Strategien oder solche Absicherungen nicht anwenden. Als nächstes, wir haben zwei Strategien aufgelegt, wo Sie komplett gläsern anschauen können. Nein, ich wollte ganz kurz unterbrechen. Anschauungsunterricht gemacht. Das ist einmal die deutsche Aktien-Top-5-Strategie und die Top-50-Strategie. Und hier haben wir jetzt nichts kombiniert, sondern hier sind wir hingegangen und haben die ganz nackt umgesetzt. Und zwar bei Wikifolio, das ist ja eine Plattform, wo Sie einzelne Strategien auflegen können. Und das haben wir auch, dazu haben wir uns entschlossen, praktisch eher als Anschauungsunterricht, wobei in diese zwei Zertifikate können Sie in zwei Wochen auch rein investieren. Aufgelegt haben wir sie erst am 28.09. Es sind also jetzt gerade 9 Tage und 9 Tage alt. Das Interessante ist aber, sie sind komplett gläsern. Wenn Sie sich bei wikifolio.com anmelden und dann in das Suchfeld Deutsche Aktien Top 5 eingeben und sagen, Sie interessieren sich für die Strategie, dann bekommen Sie jeden Tag gläsern mitgeteilt, in welchen Aktien sind wir drin, welche sind die Top 5 Aktien oder hier auch die Top 50. Was sich jetzt schon rauskristallisiert, ich habe zu Ende Freitag habe ich mir angeschaut, wir hatten also in diesen 9 Tagen jetzt 6% Wertentwicklung gemacht in 9 Tagen bei der Top 5 Strategie. Da sieht man jetzt schon, dass da wesentlich mehr Musik drin ist, aber auch Wahnsinnsvolatilität. Und bei der Top 50 Strategie sind es inzwischen 3% zum Stand Freitag innerhalb von 9 Tagen. Man sieht also jetzt schon, wie unterschiedlich das Risiko-Rendite-Profil ist. Man sieht aber auch die Parallelität, weil beide investieren in den HDAX. Wir werden auch im Portfolio-Journal immer mal wieder hierüber berichten, weil mir geht es vor allen Dingen darüber, den Leuten oder auch euch aufzuzeigen, dass wir einen sehr systematischen Zusammenhang haben zwischen Rendite und Risiko. Man kann das gestalten nach seinem Risikoprofil. Da ist also sehr, sehr viel möglich und ich will einfach den Leuten helfen, hier sich reinzuarbeiten, reinzudenken, nachzuvollziehen. Und es gibt nichts Besseres wie zwei komplett gläserne Strategien. Man kann sich kostenlos anmelden, man bekommt sämtliche Signale mitgeteilt, in welchen Aktien sind wir wann drin. Man kann die Wertentwicklung live verfolgen, von Tag zu Tag in die nächsten Wochen, Monate und Jahre hinein. Man kann auch in 2 Wochen in diese besicherten Zertifikate rein investieren. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. Wunderbar, Werner. Ich wollte noch kurz einwerfen. Es sind noch 2 Minuten. Also ja, wenn du noch eine Frage beantworten wolltest, müssten wir sie jetzt stellen. Ansonsten kannst du die natürlich auch später dann noch schriftlich beantworten. Okay, also ich beantworte sie gerne schriftlich. Ja, gut. Möchte aber vielleicht nochmal auf die allerletzte, das ist jetzt die allerletzte Seite eingehen. Mhm. Ich habe es gerade nochmal zusammengefasst. Also wir haben einen systematischen Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko. Buy-and-Hold-Strategien werden ganz, ganz einfach geschlagen. Deshalb bin ich auch kein Freund des Nicht-Timens, weil Timing, da wird oft falsch diskutiert auf den Märkten. Es funktioniert sehr wohl. Das Buy-and-Hold hat das schlechteste Chance-Risiko-Verhältnis nach allen unseren Untersuchungen. Und das werden auch Universitäten, Professoren bestätigen. Dann selbst hohe Renditen sind mit geringen Risiken möglich. Es ist möglich, einen Crash-Schutz automatisch einzubauen. Sie haben dieses Jahr oder ihr habt dieses Jahr noch die Möglichkeit, euch beim Portfolio-Journal anzumelden und damit kostenlos das Heft für alle Ewigkeiten zu kriegen. Ab nächstes Jahr kostet es nämlich 10 € im Monat, weil wir uns, ich mache mir mit dem Oliver Päsler zusammen, sehr, sehr viel Arbeit, was das Portfolio-Journal anbetrifft. Da werden auch die ganzen Strategien immer wieder erklärt.
Wir haben zwei gläserne Zertifikate aufgelegt, die komplett transparent sind, wo man mich immer wieder anmailen und fragen kann. Bei Interesse an Informationen mich einfach anmailen. Hier ist meine E-Mail-Adresse. Jede Transaktion wird offengelegt. Ich glaube, wir müssen auch dafür sorgen, dass wir Transparenz und keine Blackbox auf den Märkten haben. Und den Fonds, den ich vorhin gezeigt habe, ist der Deutsche Aktiensystematik Invest. Gehört vom Chance-Risikoprofil zu den besten Deutschlandfonds seit Auflage. Und insofern glaube ich, dass ich euch jetzt sehr viel Hilfe mit auf den Weg gegeben habe und vielleicht auch hier und da die Augen geöffnet habe. Und jetzt stehe ich gern noch, wenn es doch noch geht, für eine Frage zur Verfügung. Also wir haben jetzt leider 17 Uhr, das okay. Ende der Veranstaltung. Aber du hast dann die Möglichkeit, das sind mehrere Fragen, wäre vielleicht auch ein bisschen unfair, eine jetzt rauszupicken. Ja. So 10 Fragen zur 200-Tages-Linie und wie die Titel ausgetauscht werden. Vielleicht kannst du die dann im Anschluss einfach noch schriftlich beantworten. Ja. Das wäre toll.